So, hallo Leute und willkommen bei Tutorial Live TV. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man ein paar Exe-Dateien macht. Dazu braucht ihr ein Programm. Das findet ihr unter chip.du. Da könnt ihr es downloaden. Es heißt Install Forge. Ich packe den Link auch noch mal in die Beschreibung. So, wenn ihr das dann heruntergeladen habt und installiert habt, könnt ihr es öffnen. Dann, wenn ihr es geöffnet habt, genau. Ja, Exe-Dateien ist eigentlich so, dass man auf einen anderen PC die Exe-Datei raufpackt und sie einfach dann mit den beinhaltigen Dateien installieren kann. Fangen wir mal an. Ganz oben, also General Programminformationen, kann man ja Programmname schreiben. Schreiben wir jetzt mal Tutorial Live. Sorry. Live TV. Dann Programm Version. Schreiben wir mal 1.0.1. Company schreiben wir, also Firma schreiben wir auch Tutorial Live TV. Webseite habe ich jetzt schon mal eingefügt. Ja, Webseite ist einfach unsere Facebook-Seite. Dann hier unten kann man die Härchen reinmachen, wo, also mit welchem Computer die Exe-Datei arbeiten kann, soll. Da habe ich jetzt alle Häkchen drin gelassen. Dann unter Graphics kann man die Wizard, also das Wizard-Bild ändern. Das ist das längliche hier. Da habe ich jetzt ein eigenes gemacht. Das ist hier. Und ein Header-Image, das ist dieses kleine. Sorry, das ist, ja, wo ist es denn? Na, ist egal. Und naja, dann kann man die Bilder reinmachen. Dann die Language, also die Sprache, mache ich jetzt mal Deutsch und Englisch. Und ja, fertig mit dem ersten Teil. Dann gehen wir auf Setup. Hier unter Setup kann man dann die Files hinzufügen, die die Exe-Datei installieren soll. Da mache ich jetzt einfach mal ein paar Bilder. Zum Beispiel machen wir mal diese hier. Die sind dann in der Exe-Datei drinnen. Brauchen wir noch nicht, das auch nicht. Doch, ein Install kann man machen. Dann installiert die Exe-Datei gleich einen Uninstall, also der eine Exe-Datei, die ganze Exe wieder deinstalliert, kann man auch machen und selber benennen. Zum Beispiel Tutorial Live TV Uninstall. Hier, wenn man dann die Exe-Datei deinstalliert hat, kann man auch noch eine Webseite hinzufügen, die er nach der Deinstallation aufrufen soll. Das war's dann mit dem Setup. Dann unter Dialogs, ja, das brauchen wir nicht. Dann unter License, da kann man dann die ganzen Rechte und von den Fotos oder von diesem Programm reinschreiben. Ja, zum Beispiel steht da immer so, mal so fett unterstrichen, ja, Tutorial, na scheiße Schrift, aber egal, Live TV Rechte. Und dann steht hier unten immer so zum Beispiel Paragraph. Oh, sorry. So, Paragraph 1 und ja, Punkt, Punkt, Punkt. Naja. Dann unter Serial Check ist jetzt eine interessante Geschichte, weil man kann einen Serial, also einen Code hinzufügen, damit man die Exe-Datei installieren kann.
Da kann man entweder selber welche auswählen, zum Beispiel ich möchte jetzt 20 neu generierte Codes haben, gebe ich hier 20 ein und gehe auf erstellen, dann habe ich hier 20 verschiedene Codes, die dann für die Ex-Datei verfügbar sind. Möchte ich aber nur 5, gebe ich 5 ein, gehe auf erstellen und habe ich nur 5. Natürlich kann ich auch selber welche machen, da gehe ich unter Add und gebe zum Beispiel selber einen Code ein, zum Beispiel 1111-1111-1111-1111-1111 oder natürlich auch andere, zum Beispiel Haus oder keine Ahnung, egal. Bleibt überlassen, selber überlassen. Ich mache jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertig. So. Finish. Also wenn dann die Exe-Datei erfolgreich installiert wurde, kann man dann auswählen, ob das Programm oder die Bilder, die beinhalten Dateien, installiert werden sollen oder der Computer neu gestartet werden soll oder eine DLL, ja, wenn man eine hat, dann automatisch ausgeführt werden soll. Ich mache jetzt einfach Run Programm und sagen wir mit Dialogs auch fertig. Dann gehen wir unter Build, dann wo das Setup hinspeichern soll, dann mache ich jetzt mal auf Desktop. Genau. Gehen wir auf Namen. Ja, Setup speichern. Das lassen wir einfach so und auf das Hack, auf dieses Bildchen. Nein, dann wäre es das auch schon. Können wir die InstallForge schließen und dann haben wir unser eigenes Setup. Das können wir doch starten. Fertig, also ja. Dann haben wir hier die eingestellten Sprachen, entweder Deutsch oder Englisch. Englisch. Okay. Hier haben wir dann das eigene Foto, dieses Wizard-Bild, die wir eingefügt haben. Gehen wir auf Weiter. Dann natürlich, wo es hingespeichert werden soll. Da gehe ich, tue ich jetzt einen Speicherplatz auswählen und meiner Festplatte die Exe-Dateien. Speicherte Exe-Dateien. Okay. Weiter. Dann hier kommt dann die Frage, ob sich das Programm automatisch starten soll. Mache ich jetzt mal ein Häkchen. Ja, Häkchen rein und fertig. Dann haben wir hier die Bilder, die ich da hineingefügt habe. Und hier ist auch der Uninstall Tutorial Live Uninstall.exe. Damit kann ich das Ganze wieder deinstallieren. Hier Bilder ganz normal. Ganz normale Bilder. Damit kann ich die ganze Exe-Datei wieder deinstallieren. Hier kommt dann auch ein Schild. Wollen Sie Tutorial Live TV von Ihrem Computer entfernen? Gehe ich auf Ja, wurde erfolgreich entfernt. So, fertig. Das wäre es gewesen. Bitte lasst mir ein Abo da. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.